Mein Name ist Lars Roggemann und ich bin ein Gesellschafter der Hamann & Roggemann GbR. Das ist ein kleines Elektroinstallationsbetrieb mit Sitz in der Heckscherstraße. Ich habe aber auch noch eine zweite Firma, nämlich die Zwiebler Records GbR, ein Tonstudio mit eigenem Plattenlabel. Und nun haben wir die dritte Firma aufgemacht, nämlich das Fotostudio Heckscherstraße. Nachdem ich meinen Teilhaber berichtet habe, was ich für eine Idee habe und er dem zugestimmt hat, habe ich mich an meinen Videoproduzenten gewandt, den Juha Strube, mit dem wir seit ein paar Jahren erfolgreich zusammenarbeiten. Habe ihm ebenfalls von meiner Idee berichtet, wie Juha so ist. Er war voll auf begeistert und hat gleich gesagt, ich unterstütze dich, ich helfe dir. Und dann haben wir uns gemeinsam getroffen und haben uns Gedanken über dieses neu entwickelte Studio gemacht. Was brauchen wir, um dieses stunden- oder tagesweise vermieten zu können, damit die Leute nach Möglichkeit am Anfang nicht viel selber mitbringen müssen. Hier ist alles da und selbst in den letzten Ecken, wo du denkst, ah, okay, da ist ein Schminktisch, da kannst du dann auch noch so einen Lichteinfall, gerade zum Abend, ist hier ein enorm schönes Licht und das hat mir super gefallen hier. Neben dem Available Light ist es ja so, du hast hier ganz viel Fläche, ihr seht es ja auch, sehr luftig, es atmet, das ist ein freundliches Studio mit entsprechendem hellem Licht auch so, also Tageslicht. Du kannst es aber auch verdunkeln, das finde ich ja auch toll, weil manchmal, und so wie heute auch, hatte ich die Möglichkeit, was Reduziertes zu machen mit One Light und da brauchst du das Tageslicht dann nicht, also der blitzt und dann kannst du das so zuhängen und hier ist auch alles da. Moin, ich bin Arthur, ich bin Fotograf seit 25 Jahren. Was ist Besonderes in diesem Studio? Ich denke, das ist für jeden Fotograf, für jeden Künstler sehr wichtig, Stimmung. Hier kannst du richtig tolle Stimmung finden. Darum war ich heute so lange hier. Ich habe richtig hier gearbeitet mit Liebe. Was natürlich nochmal hervorzuheben ist, wir haben hier eine richtige Umkleide mit Schminkbereich, mit Aufhängemöglichkeiten unterschiedlicher Kleidung, wenn jemand mal irgendwie Kleiderwechsel machen möchte und ähnliches. Ja, das haben wir alles mitgegeben und durch das Team, was wir natürlich auch im Rücken haben, können wir natürlich auch Make-up-Artisten vermitteln. Wir können unsere Fotografen vermitteln, wir können Videofotografen, Videoproduzenten vermitteln. Wir können jemanden vermitteln, der im Photoshop-Unterricht gibt. Also die Bandbreite hier ist keine Grenzen gesetzt. Schwerpunkt ist es natürlich ein Fotostudio, was wir vermieten. Aber mit unserem Know-how, mit unserem Team, was hinter uns steht, können wir euch eigentlich komplett bedienen mit allem, was ihr möchtet. Hier gibt es auch tolle Bad. Man kann auch dort schöne Bilder machen. Nicht nur Bilder, aber Bilder auch.